ein Bündnis aus über 40 Jugendorganisationen und Gewerkschaftsjugenden sowie antifaschistischen Jugendgruppen und internationalistischen Jugendgruppen. Also es ist eine ganze Menge, das Spektrum ist sehr breit. Also heute bei der Bildungsstreik-Demo geht es darum, zu zeigen, dass die G20 und generell sozusagen unsere Weltwirtschaftssituation oder allgemein das kapitalistische System eigentlich dafür stehen, dass es sowas wie globale Konkurrenz gibt. Diese Konkurrenz, die die G20-Staaten untereinander gerade verhandeln, durchdringt eigentlich alle Lebensbereiche. Das ist halt beim Kapitalismus so. Und dieser Lebensbereich betrifft uns auch ganz unmittelbar in unserer Lebensrealität, an den Schulen, an den Universitäten. Und genau darauf wollen wir halt aufmerksam machen. Wir haben nicht halt keine Lust sozusagen, dass wir halt Bildung nach Verwertungsmaß betreiben. Und deswegen ist das unser gelungener Anlass, heute zum Auftakt des G20-Gipfels gemeinsam die Schulen und die Universitäten zu bestreiken und zusammen auf die Straße zu gehen. Wir sind heute hier, um zu zeigen, dass wir uns von der G20 nicht vertreten fühlen und wir mitbestimmen wollen. Gerade in Bezug auf unser Bildungssystem, was durch die G20 und ihre Konkurrenzpolitik wie alle anderen Lebensbereiche ebenfalls beeinflusst wird. Naja, es geht sozusagen darum, dass es im Endeffekt von vornherein klar gewesen ist, wenn man so einen G20-Gipfel in der Innenstadt von Hamburg stattfinden lässt, dass das einhergeht mit massiven Einschränkungen von Grundrechten. Das hätte man theoretisch schon vorher ahnen können. Wir sind schon trotzdem davon schockiert, wie krass das jetzt mittlerweile ist mit den Einschränkungen der Grundrechte auf Versammlungsfreiheit. Aber es geht ganz klar darum, sozusagen diese Festung eben halt zu sichern und den Protest aus der Stadt halt zu verdrängen und die Sichtbarkeit davon zu machen, damit die Leute, die sich dort in den Messehallen gerade eben treffen, schön ihre Bilder produzieren können beim fleißigen Händeschütteln vor der teuren Fototapete und nicht die schönen Bilder von der Straße, die wir gerade eben produzieren, zu sehen sind als solidarische Alternative zu den G20. Ja, also ich hoffe, es geht auf jeden Fall noch weiter, weil das zu organisieren hat mega viel Spaß gemacht. Es sind mega viele junge, coole Leute dabei, die wirklich Bock haben, was zu machen. Und ich war noch nie in der Runde, in der sich für alle Aufgaben jemand gemeldet hat irgendwie. Und das ist echt geil, das mitzuerleben. Wir würden uns was wie offene Grenzen wünschen. Wir würden uns wünschen, sozusagen, wenn Menschen gemeinsam miteinander solidarisch leben und sich nicht gegenseitig sozusagen über den Haufen schießen. Das sind sozusagen unsere konkreten Vorstellungen. This is a fight that's been going on for a really, really long time. It's the oppressors and the oppressed at the end of the day. So like, I just hope that other people can see that suffering and how angry and pissed off people are, and that maybe eventually the movement gets big enough that we can just change this idea of using violence as an option, you know, whether it's structural violence or cultural violence. Sozusagen die Stimmung ist ziemlich gut und es ist schön sozusagen, dass die Leute so mutig sind, trotz der Bilder, die gestern im Fernsehen durch die Polizei produziert worden sind, durch die massive Polizeigewalt, die es gegeben hat. And I do believe that we can have an alternative world. I really think it's possible. It's just a matter of time really and the amount of people and strategically organizing. So. Die Polizei eskaliert seit einer Woche, unterbindet es sozusagen, dass auch wir als Jugend gegen G20 problemlos unser Camp aufschlagen konnten, als Teil des gesamten Camps. Dementsprechend hat das auch massiv demobilisierend gewirkt, das war auch gewollt. Es ging nämlich nicht darum, rechtsprechend oder nach Recht und Gesetz sozusagen zu agieren, sondern es ging ganz klar darum, Demobilisierung zu betreiben, dass weniger Leute auf die Straße gehen. Das hat auch gewirkt zum Teil, aber zum Teil hat es auch nicht gewirkt und die Leute sind trotzdem hierher gekommen. Also ich bin zugegebenermaßen wirklich schockiert darüber, was für polizeiliche Maßnahmen es in der letzten Woche gegeben hat. Ich bin schockiert darüber, wie insbesondere der rot-grüne Senat das sozusagen mehr oder weniger billigt, geschweige denn, also nicht nur billigt, sondern es zum Teil sogar mit hervorgebracht hat und provoziert hat und jetzt gerade am Abtauchen ist und den Einsatzleiter Dudde einfach hier am Rad drehen lässt. Ich finde das schon sehr schockierend und ich finde das auch so krass, dass der komplette Protest in der Form halt irgendwie kriminalisiert wird. Aber es zeigt einmal mehr sozusagen, wofür die eigentlich auch stehen. And I know that there are police out there who want to get, you know, want to fight maybe. I don't know. Or to, you know, make us lose our resolve. You know, have a... So I'm not going to be afraid of them. I'm going to love them. I love you, police. Yeah? Thank you for protecting the city and the rich. Seid laut, seid mutig und macht mit. No, just love, 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 love. So, and kindness, compassion, and just be nice if you can. Why not?